Verehrter Alexander Kluge, sehr geehrte Frau Stadträtin, sehr geehrte Damen und Herren, es ist ein ganz besonderer Abend, das merkt man daran, wie viele von Ihnen da sind und wie viele auch noch kommen werden, wenn Sie die Putin-Sperren überwunden haben. Wir eröffnen eine Ausstellung von und mit Alexander Kluge. Und wir möchten Sie alle gemeinsam ganz, ganz herzlich willkommen heißen im Belvedere 21. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch riesig, Veronika Kaup-Hasler, Frau Stadträtin. Es ist bestimmt einer deiner ersten offiziellen Auftritte. Und das verdanken wir Alexander Kluge, dass du bei uns im Belvedere 21 bist. Das ist sehr schön. Danke dafür, euch beiden. Meine Damen und Herren, wir haben heute bei der Presseführung am Vormittag Alexander Kluge eine Stunde lang zuhören dürfen. Und das waren die 60 kostbarsten Minuten, die ich glaube, im letzten Jahr ganz bestimmt, wenn nicht länger, erlebt habe. Und wir können Alexander Kluge heute auch hören. Und da kann ich nur sagen, wenn man Alexander Kluge zuhören darf, dann braucht man nicht viel von Stella Rollig zu hören. In diesem Sinn werde ich mich heute besonders kurz halten. Und Axel Köhne wird vor Alexander Kluge noch in die Ausstellung einführen. Er ist der Kurator hier im Belvedere 21. Dieses Projekts. Nur ein paar Gedanken zum Anstoß. Stellen Sie sich vor, es ist ungefähr 1980 und auf dem Küchentisch einer Wohngemeinschaft liegt ein Buch, eine Schrift und darauf steht: In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Der Blick einer etwa 20-Jährigen fällt darauf und Sie können sich vorstellen, mit welchem Gewicht dieser Satz in das heiße Herz einer 20-Jährigen fällt. Es ist wie ein Tropfen Öl auf eine Herdplatte. Es brutzelt und sie ist gefangen. Das war ich, Sie können sich's denken. In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod, ist ein Satz, der im Herz jeder Revolte liegt. Eine Revolte muss radikal sein, im Mittelweg ist sie verloren. Und es war damals schon eine Dekade nach dem legendären 1968, dass Alexander Kluge wesentlich mitgeprägt hat. Aber auch um diese Zeit, denken Sie Punk, denken Sie New Wave, auch um diese Zeit haben wir Jungen wieder eine Revolte angestrebt. Und jede Generation zielt auf ihre Revolte ab. Und wenn wir Alexander Kluge zuhören, er ist heute nach dem Potenzial von Utopien gefragt worden. Er hat gesagt, es kann kein Ende dafür geben. Die Menschheit wird immer weiter daran arbeiten, ein gutes Leben für alle zu realisieren. Und das ist das, was Alexander Kluge antreibt. Und das erleben Sie auch, eine Anstöße, Sonderzahl bekommen Sie in dieser multimedialen Denkwerkstatt, in dieser Schatzkammer, die die Ausstellung Pluriversum von Alexander Kluge hier in unserem Haus geworden ist. Wenn man zu Alexander Kluge, über Alexander Kluge spricht, möchte man ja schier aus dem Zitieren gar nicht mehr herauskommen. Sie werden ihn hören. Er ist ein Meister wunderbarer Bilder, er ist auch ein schamloser Zitierer, denn auch dieser Satz, in Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod, wurde nicht von Ihnen gereimt, es ist ein jahrhundertealter Satz, aber das macht nichts. Sie haben eigentlich das Kollagieren, das Appropriieren avant la lettre längst schon Ihrer Praxis einverleibt, bevor es gerade auch in den bildenden Künsten zu einer übergreifenden Methode dann in den 1980er Jahren geworden ist. Trotzdem zitiere ich nun noch einen Kluge Titel, der auch sozusagen auf meine Beschäftigung mit Kluge in dieser Zeit schon seit eben wie gesagt etwa 1980 zurückgeht, der lautet: Artisten unter der Zirkuskuppel ratlos. Ist das nicht ein wunderbares Bild? Und ich
habe jetzt im Zuge der Beschäftigung, der aktuellen Beschäftigung mit Alexander Kluge darüber nachgedacht, was für ein treffendes Bild das für Europa ist. Für unser Europa, das wirklich at risk ist, das in Gefahr ist. Das Europa, in dem wir uns seit 1945 in schwindelerregend wunderbare Höhen katapultiert haben, im Sinn der Gemeinsamkeit, im Sinn eines guten Lebens für alle. Und es scheint, als ob etwa, ja, war es seit 2001, war es seit 2008, als ob dieses Europa zwar mit artistischer Grandezza, aber irgendwo da ganz hoch oben hängt und jetzt nicht mehr weiß, was es mit dieser Fülle an Möglichkeiten, die unsere Vorgängerinnen, die alle gemeinsam eigentlich geschaffen haben, nun machen soll. Alexander Kluge, und jetzt sehe ich, ich habe ein drittes Zitat sozusagen noch im Köcher, hat heute Vormittag auch gesagt, ja, wenn nur alle miteinander arbeiten würden, die Revolte anstreben, was wäre das? Das wäre eine Küche des Glücks. Und das habe ich geliebt, diesen Ausdruck, eine Küche des Glücks. Ganz bestimmt ist diese Ausstellung eine Küche des Glücks. Es wäre, das ist das immer der Konjunktiv auch aller Revolten. Und nun zitiere ich noch einen anderen großen Künstler, nämlich Peter Handke, der gesagt hat, wenn nur das Politische und das Poetische eins wären. Aber das wäre das Ende der Sehnsucht und das Ende der Welt. Und nun Axel Köhne zur Ausstellung. Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Künstlerinnen und Künstler, lieber und sehr verehrter Alexander Kluge, liebe Frau Kluge. Als ich Sie, lieber Herr Kluge, das erste Mal gesehen und Ihre unverkennbare Stimme gehört habe, ging ich in den 1990er Jahren noch zur Schule. Und Sie saßen im Fernsehen und haben sich vielleicht gerade mit dem Theatermacher Einar Schläf unterhalten oder einem Astrophysiker. Es war eine DCTP-Sendung Ihres Formats News and Stories. Und heute sind Sie bei uns in Wien im Belvedere 21 und ich muss sagen, es ist mir eine große, große Ehre und dieses Projekt mit Ihnen zu realisieren, eine große, große Freude. Vielen Dank. Denn es ist, meine Damen und Herren, derselbe Alexander Kluge, der Autor, der 1962 bei einem Treffen der Gruppe 47 aus dem Band Lebensläufe las. Derselbe Filmemacher Alexander Kluge, der 1966 den Film Abschied von gestern und 1968 den erwähnten Film Artisten in der Zirkuskuppel ratlos gedreht hat und für den Silbernen bzw. den Goldenen Löwen in Venedig dafür bekommen hat. Und derselbe Alexander Kluge, der 2000 das zweibändige Opus Magnum Chronik der Gefühle publiziert und 2003 den Georg-Büchner-Preis erhalten hat, um nur einige große Verdienste hier aufzugreifen. Wie kann man sich einem großen, wichtigen und umfassenden Werk nähern, das seit über 50 Jahren beständig und man kann fast sagen täglich wächst? Das sich multimedial entwickelt hat und Texte, Literatur und Poesie, Theorie, Film, Fernsehen und jetzt auch den virtuellen Raum umfasst. Und was ist in diesem Zusammenhang ein Pluriversum und worin kann heute noch oder wieder die poetische Kraft der Theorie liegen? Vielleicht kann man sich nur fragmentarisch und ausschnitthaft nähern, aber das dürfte ganz im Sinne von Alexander Kluge sein. Schließlich sieht er selbst, der sich zuerst immer als Autor beschreibt, seine eigenen Arbeiten als offen und nicht abgeschlossen an. Diese prinzipielle Offenheit, die einen Dialog, eine Kooperation mit Ihnen, dem Publikum, der Öffentlichkeit sucht, ist tief verankert in den Anfangstagen Kluges als Jurist des Frankfurter Instituts für Sozialforschung und seiner Verbindung und Freundschaft zu Theodor W. Adorno, der Begegnung mit Theorie im Allgemeinen und der kritischen Theorie der Frankfurter Schule im Besonderen. Die Ausstellung Pluriversum, die ihren Ausgang im Folkwang-Museum in Essen genommen hat und für Wien weiterentwickelt wurde,
ist ein multiperspektivischer Kosmos aus Bildern, Filmen, Texten, Kunstwerken, die gegenseitig aufeinander verweisen, sich ergänzen und sich reiben und in denen Zwischenräumen entstehen und in diesen Zwischenräumen Bedeutung entsteht, auf die es Kluge ganz besonders ankommt. Eines der ästhetischen Verfahren, auf die es Kluge besonders ankommt, ist die Montage. Hierbei eignet sich Kluge Materialien an, löst sie aus ihren ursprünglichen Zusammenhängen und überführt diese Bausteine und Fragmente in seinen neuen Kosmos. So werden beispielsweise Ausschnitte aus unterschiedlichen Filmen montiert, Ebenen überblendet und mit Text versehen. Durch diese intermediale Praxis schafft Kluge ästhetisch neue Relationen und Sinnzusammenhänge. Kluge betreibt eine Kunst des Zusammenhangs, der Verknüpfung und der hergestellten Konstellationen. Dieses Verfahren der Montage ist aber nicht nur in Kluges Filmen oder Texten zu finden, sondern hier in der Ausstellung selbst. Die Ausstellung selbst ist eine dreidimensionale Montage, ein montiertes Universum aus Text- und Bewegtbildebenen sowie Kunstwerken, die Kluges Kooperationen mit Künstlerinnen und Künstlern zeigen. Ein Pluriversum der Bilder und Bedeutungen. Bereits die Sternenkarte der Begriffe, der sie im Treppenhaus begegnet sind, zeigt Schlüsselbegriffe aus Kluges Denk- und Arbeitskosmos. Sie ist eine Denk- und Begriffsautobiografie. Dort finden Sie unter anderem die Aussage »Halberstadt brennt«. Alexander Kluge ist in Halberstadt geboren und erlebte noch 1945 gegen Ende des Zweiten Weltkriegs die Zerstörung des elterlichen Hauses. Diese Kriegs- und Gewalterfahrung war prägend für Kluge und bildet einen ganz zentralen Ausgangspunkt seiner Arbeit überhaupt. In einem Zeitinterview 2017 sagt Kluge, angesprochen auf die Auswirkungen der Kriegserfahrungen als 13-Jähriger auf seine Arbeit, Zitat, »Es geht mir um den Versuch, mit anderen zusammen und mit allen Mitteln der Kunst, der Musik, der Philosophie und der Soziologie an einer Erneuerung von Walter Benjamins Passagenwerk zu arbeiten.« Zitat Ende. Der intellektuelle Geist Walter Benjamins schwebt nicht nur grundsätzlich durch diese Ausstellung, sondern Benjamin bildet auch die direkte Verbindung zu Werken Paul Klees, die eine wichtige Rolle für die Ausstellung spielen. Da ist zum einen der Angelus Novus, der Engel der Geschichte von 1920, den Walter Benjamin gekauft hat und in den Kriegswirren auf der Flucht zurücklassen musste. Und nach seinem Suizid gelangte der Engel dann zu Adorno in New York und viel später ins Israel Museum. In Benjamins Lesart dreht der Angelus Novus der Zukunft den Rücken zu und blickt auf die unheilvolle Vergangenheit zurück. Ihm stellt Kluge Stachel der Clown an die Seite von 1931. Die beiden Engel bezeugen Kluges Idee der Kooperation und der Betrachtung der Vergangenheit im Dienste von Gegenwart und aktiv gestalteter Zukunft. Sie sehen an diesem Beispiel, wie hier in der Ausstellung alles mit allem zusammenhängt, zusammengedacht ist, und zwar nicht linear oder hierarchisch, auch nicht normativ oder moralisierend, sondern in Konstellationen. Der Autor, Sammler und Chronist Alexander Kluge arbeitet mit und denkt in Übergängen, Schnittstellen, Zusammenführungen und Gegensätzen. Dabei gibt es keine Nebensächlichkeiten. In der kleinen privaten Alltagsgeschichte lässt sich auch die große Weltgeschichte finden. Und Theorie kann in Erzählungen aufgelöst werden. So können Kluges Arbeiten, die in kooperativer Arbeitsweise entstanden sind, auch ein Aufbegehren gegen die repressiven Lebensverhältnisse formulieren, in denen wir leben. So beispielsweise in dem Themenkomplex Lebenszeit als Währung. Zeit, Lebenszeit ist vielleicht die wertvollste Währung, die wir haben. Wir setzen sie ein für Arbeit, Liebe, Krieg, Kunst oder Facebook. Unsere Lebenszeit können wir aber auch vielleicht gegen das Geld als alles dominierende abstrakte Währung in Stellung bringen. Oder auch in der Arbeit, in dem Film Arbeit 4.0, der neue aktuelle Form der Arbeit im Zeitalter der Digitalisierung thematisiert und uns, Zitat Kluge, damit in eine Wirklichkeit versetzt, die wir nicht bestimmen. Nun gilt es, automatisch den Gegenalgorithmus zu bilden. Nichts anderes mache ich. Ich erzähle die Gegengeschichte zu einem Faktum. Und die muss außerdem so funktionieren, dass es Ihnen Spaß macht, sie zu hören. Zitat Ende. Diese Gegengeschichten werden seit mehr als 10 Jahren verstärkt vom und im Kunstfeld gesucht. Hier kann Kluge seine Ideen in den Raum übertragen.
Kluge kooperiert mit Künstlerinnen und Künstlern wie Georg Baselitz, Kerstin Brätsch, Thomas Demand, Anselm Kiefer, Sarah Morris, Gerhard Richter, Thomas Tiede, der heute hier ist und den ich gerne herzlich begrüßen möchte, oder Anna Fiebrock, mit der er, Kluge und Thomas Demand zusammen 2017 in der Fondazione Prada Venedig die heute schon legendäre Ausstellung »The Boat is Leaking, the Captain Light« bestritt. Kluge sucht den Austausch mit der Öffentlichkeit und ist neugierig auf sein Gegenüber. Seine Arbeiten sind von einem tiefen Humanismus durchdrungen, die den Menschen und das Leben in seiner ganzen Widersprüchlichkeit umfassen. Verstand und Gefühl, Realität und Utopie, Liebe und Krieg. Gegen die faktische Übermacht der Verhältnisse wendet der Jurist und Poet Kluge gleichberechtigt den Antirealismus des Gefühls und sucht nach Handlungsmöglichkeiten für uns Illusionisten. In diesem Manöver steckt das Potenzial seiner poetischen Kraft der Theorie. Die Kooperationen mit Künstlerinnen und Künstlern und Museen sind keine Arbeitsbeziehungen im Sinne einer neoliberalen Effektivität oder Verwertungslogik. Vielmehr gleichen sie den akrobatischen Darbietungen der Artisten unter der berühmten Zirkuskuppel, womit wir wieder beim Anfang wären und Kluges gleichnamigem, innovativen Meisterwerk von 1968. Vielen Dank. Ich muss mich gleich mehrfach bedanken. Herr Kojetinski beispielsweise, ja, hat in 2 Tagen hier wie im Zirkus, ja, diese Ausstellung aufgebaut. Und ich finde es sehr generös, wie hier das Belvedere 21, ja, hier in einer Art Wunderkammer, ja, Dinge zusammenführt, die mich selber natürlich entzücken, wenn sie zusammengeführt sind. Sehen Sie, die sind normalerweise, mache ich etwas in Form eines Buches. Ja, da kann ich 1000 Seiten schreiben. Ja, das könnte ich in einer Ausstellung überhaupt nicht. Aber das Buch ist isoliert. Und in allen Büchern, die ich innig liebe, und Bücher sind zuverlässige Gefährten über 2000 Jahre hin. Ja, also mit Reed kann man Wand an Wand sich fühlen, ja, ohne Rücksicht auf Zeitablauf. Das ist das Schöne an den Büchern. Aber Musik haben sie nicht. Und die junge Filmkunst, die knapp 120 Jahre alt ist, ja, nicht, die ist erfrischend der Musik verwandt. Ja. Sie ist ein Werk, sind Kunstwerke in der Zeit. Nicht? So wie es die Musik auch ist. Sie haben Rhythmus, alles sowas. Ich freue mich ganz besonders, dass mein Gefährte und Freund Michael Haneke hier sitzt. Ja? Und sehen Sie, so ginge die Kooperation dann weiter. Ja? Also wenn ich es mir wünschen könnte. Ja? Er ist sehr viel vorsichtiger als ich. Ja? Sehr viel behutsamer. Ja? Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, ja? Dass wir auch etwas zusammen machen. Und so eine Ausstellung wie diese hier ist für mich eine Werkstatt. Ja? Hier kann man mindestens Embryonen neuer arbeiten. Ja? Ansetzen. Und wir werden am 6. und 7. Juli hier, und zwar in allen Räumen, und ich hoffe, dass die so schön besetzt sind wie hier, ja, mit verschiedensten Künstlern, ja, auch mit Anja Plaksch, die hier sitzt, ja, auch mit Friederike Mayröcker, ja, werden wir hier, und Bernhard Lang nicht zu vergessen, ja, also mit Musikern, mit Künstlern, mit Autoren, ja, etwas machen, dass wir, ich hoffe, dass wir um 17 Uhr an jenem Tag dann was Neues vorzeigen können, und wenn es Minutenfilme sind. Sehen Sie, als die Filmgeschichte begann, lieferten die Filmfabriken nur Zelluloid-Schlangen in Länge von 30 Metern. Die konnten gar nicht mehr auf einen Schlag produzieren. 30 Meter in 35 mm Format sind 1 Minute. Und daher gibt es bei Edison und allen frühen Filmemachern, ja, und Filmprogrammen gibt es den Minutenfilm. Das ist zum Beispiel die eine Form,
von der ich glaube, dass wir sie im 21. Jahrhundert wiederbeleben sollen. Denn die Evolution lehrt, dass der Fortschritt ja, immer auf der Seite der kleinen Lebewesen sich vollzieht. Nehmen Sie unsere Vorfahren. Ja? Irgendwie saßen sie als Warmblüter im Busch. Und die großen Dinosaurier hatten riesen Eiweißmassen in Apotheken ihren Eiern gelegt. Das mussten sie aber offen am Strand tun, denn die mussten von der Sonne bebrütet werden. Ja? Da gingen nachts unsere Vorfahren hin, nagten das an, raubten, schon von Anfang an sind wir Raubtiere, ja? Nicht? Und nähern sich und ihre Brut und ihre Warmblütigkeit aus der Größe der Eier, ja, der Dinosaurier. Die haben nicht überlebt, ja, wie manche Großfirmen auch, ja, wie manche Macht nicht älter als 12 Jahre wurde. Ja. Und gleichzeitig sind wir daraus entstanden. Ja. Und wenn wir die äußersten Fortschritte der mathematischen Katzen in Silicon Valley betrachten, beruht das auf dem Prinzip der Verkleinerung. Sie können auf in Fingernagelgröße eine 3D-Fabrik errichten, ja, und die kann ganze Raumstationen erzeugen. Ja. Also es ist hochinteressant, ja, dass diese Kleinheit keine Schande ist. Wenn Sie aber auf diese Weise Minutenfilme wieder aufleben lassen, die natürlich viel schneller zu produzieren sind als ein anständiger 90-Minuten-Film, ja, dann können Sie daraus, aus diesen kleinen Formen, ohne dass es eine Zumutung ist, auch 10-Stunden-Programme entwickeln, weil die ja abwechselnd sind wie der Zirkus. Wäre im Zirkus nicht nach Nummern das Programm geordnet, die kurz sind, ja? Sondern die Elefanten traben da eine Dreiviertelstunde, ja? Und die Clowns können nicht aufhören, ihre Witze zu machen, dann wäre Zirkus unmöglich. Sehen Sie, Sie sprachen vorhin, und das fand ich sehr gut, von Montage, ja, und von, dass ich sozusagen begierig sammle, klaue, wenn Sie wollen, ja. Und nehmen Sie dieses Beispiel, das Sie nannten. Da ist in der bei der Häuserräumung, das ist eine späte Phase der Protestbewegung, in der Schumannstraße ist im Keller zu finden ein Satz von Friedrich von Logau, den man dort nicht vermutet, der dort auch nicht hingehört, aber der dem Bewusstsein der Insassen dieses Hauses entspricht. Das ist der Satz: In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Friedrich von Logau ist ein Mystiker, der sagt, es gibt kein halbherziges, kein lauwarmes Verhältnis zu Gott. Das will er damit sagen. Aber das Prinzip, dass man bauen kann in Form von Häusern auf festem Boden, dass man auf der anderen Seite in Schiffen, selbst im Fall der Sintflut, in einer Arche, noch fliehen kann, ja? Aber im Matsch, im Sumpf, im Investorensumpf von Groß-London heute, sagt Chipperfield, ja, der Architekt, der weiß das, ja? Da kann man nicht bauen. Für Matsch sind wir nicht geartet. Und wenn der El Niño in den Bergen der Anden diese Schlammlawinen auslöst und sie kommen von den Bergen abwärts als Sintflut, als Schlammsintflut, da gibt es keine Rettung. Übertragen Sie diese bittere Erfahrung und diese Metapher auf die Welt, in der wir leben. Es ist eine gefährliche Welt. Ich habe mir 1990 oder 89 oder wo Sie die Wände setzen, nicht vorstellen können für meine Kinder, ja, dass die Welt so gefährlich ist und noch das Chamäleon-Krieg so bunt wird, wie es allenfalls vor dem 30-jährigen Krieg, vor dem Westfälischen Frieden einmal war. Kriege, die nicht enden wollen, das sehen wir im Nahen Osten. Und das fordert, dass wir uns zusammentun als Künstler aller Sorten. Also ich will nicht den albernen Satz sagen, vereint sind wir stark, ja? Aber wahr ist er. Ja? Und die Reibung zwischen den Künsten, die Metiers sind ja unglaublich verschieden. Ich wäre nie in der Lage, mit dem Temperament von Anselm Kiefer oder gar mit dem barocken
Pinselstrich von Baselitz irgendwas zu malen. Ja? Aber diese Art von Temperament von meinen Altersgenossen, ja, nicht, ist etwas, was mich frei macht. Und jetzt kann ich mit Buchstaben und Film etwas daneben setzen. Und diese Zusammenarbeit, ich habe jetzt noch die Musik ausgelassen, ich habe ausgelassen die Zusammenarbeit zwischen Filmemachern, ich habe ausgelassen, wie reizvoll, faszinierend und stark und freimachend es ist, wenn eine Künstlerin wie Kerstin Brätsch in New York von Polke aus den Glasfenstern, seinen Kirchenfenstern, Reste sich besorgt, die einfügt in ihre Glastafeln und wie lustvoll es für mich ist, durch so etwas durchzufotografieren. Ja? Sie merken, das ist kooperativ bei scharfer Trennung des Metiers. Niemals werde ich Glasmalerei betreiben in meinem Leben, weil ich das nicht kann. Und der Esel soll nicht aufs Glatteis. Ja? Aber dass ich so etwas, sozusagen so filmischen Optiken, ja auch aus Glas sind, ja, die Verwandtschaft spüren kann, ja, und die Fähigkeit, so durch Kunst hindurch Wirklichkeit anders zu fokussieren, als die Werbung das tut. Ja? Das ist eine große Macht, die die Künste haben. Und damit komme ich zu unserem Thema. Pluriversum, das ist ein Ausdruck. Das ist eine Idee von Kuratoren, etwas zu benennen. Positiv sehe ich das. Ja? aber der Untertitel ist das Wesentliche. Ja? Und den hat hier Herr Köhne uns diktiert. Und der heißt die poetische Kraft der Theorie. Also nicht die diskursive Kraft. Nicht ein 18. Jahrhundert mit viel Text, ja, und die Vernichtung aller Gespenster, ja, die keine Bilder machen, ja, sondern die Theorie so ernst nehmen, dass sie in allen Sprachen spricht, die Menschen sprechen. Und vorneweg ist da die Mündlichkeit verankert, ja, und das ist eine Kindersprache, ja. Wie ich als Kind gesprochen habe, so denke ich heute. Also ich bin Halberstädter und spreche eigentlich Dialekt und denke Dialekt. Auch Hegel spricht die Sprache der Unterstadt von Tübingen. Und ich habe mir mal geleistet, die Phänomenologie des Geistes vortragen zu lassen durch einen Muttersprachler aus Tübingen. Und das ist umwerfend positiv. Sie verstehen alles. Er klingt wie Hölderlin. Ja, sie merken plötzlich, dass das Menschen sind, von denen er spricht. Er spricht von Antigone, er spricht von Kreon. Und das alles in diesem sehr, sehr starken Duktus seiner philosophischen Rede, die, wenn sie in Hochdeutsch geschrieben dasteht, was nicht seine Sprache ist, ja, nur wie ein lateinischer Text lesbar ist. Ich muss es dann konstruieren, Subjekt, Prädikat, Objekt, was bedeutet es und so weiter. Dann kann ich es verstehen, aber ich kann es nicht intuitiv verstehen. Aber in seiner Kindersprache kann ich's. Und so sind wir alle, wie wir hier sitzen. So ist Adorno leidenschaftlich. So ist Benjamin. So ist Baselitz oder ich. Oder wen Sie nehmen wollen, sind 7-jährige oder 13-jährige Kinder, ja, die dann irgendwie in einen erwachsenen Körper hineingewachsen sind und irgendwas, weil sie Erfahrungen haben im Laufe des Lebens, bittere Erfahrungen auch, ja, sind sie dann irgendwann mal, ja, schlaue Leute, die sich als Künstler bezeichnen. Aber das Temperament ist die Haltung der Kinder, die Originalsprache, ja, die wir irgendwo hatten. Die ist übrigens immer mündlich. Deswegen sehen Sie auch hier von Herrn Konjetinski entworfen eine Audioecke. Ja? Das ist eine Feier der Mündlichkeit. Da können Sie ein Original sehen, ein Unikat. 1,5 Stunden Luhmann über Liebe als Passion. Vermutet man nicht, dass der Systemtheoretiker, ja, das macht. Ausgedacht hat er sich das im Wintersemester 1968. Da vertrat er in Frankfurt mitten im studentischen Kampf, ja, in der damaligen Rebellionsphase, vertrat er Adornos Lehrstuhl. Und er machte ein Seminar über Liebe als Passion, ausgehend von Princesse de Clèves und dem 18. Jahrhundert, also gründlich.
Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, in dieser Stadt zu diesem Zeitpunkt, das ist zum Beispiel eine Küche des Glücks, wenn, wenn die Zusammenarbeiter dort zusammenkämen. Kral ist der intelligenteste, mir bekannte Studentenführer gewesen, ein Theoretiker der Spitzenklasse, dessen Theorien über die reelle Subsumption der Intelligenz und das Kapital, ja, die einzige Theorie ist, die mit Silicon Valley fertig wird und nicht bloß negativ darüber reden kann. Das ist der eine. Luhmann, der andere. Habermas sitzt auch da. Später sagt man, die kritische Theorie und die Systemtheorie sind Feinde. Hat man auch von den Franzosen, Deleuze und so weiter, und der kritischen Theorie behauptet. Das ist alles nicht wahr. Man muss tunneln. Ja? Unterirdisch, ja, sind die Maulwurfsröhren, ja, in denen die Denker arbeiten. Ja, nicht? Sind untereinander verwandt. Ja? So, dann ist dort Mitscherlich. Ich zähle Ihnen nicht die ganze Stadt auf. Auch die Warenwelt ist dort. Auch Pelze werden in Frankfurt verkauft. Ja, nicht? So, das ist ein Film, den können Sie hier in der Ausstellung sehen, wenn Sie ganz durchgehen, ganz hinten. Und daneben sehen Sie einen Begleitfilm. Ja, das ist ein Film, der heißt Die Revolution ist ein Lebewesen voller Überraschungen. Und versucht in Form eines Triptychons, also einer Montage, die drei unabhängige Filme so zusammensetzt, wie man in der Musik selbstverständlich dreistimmig komponieren kann. Man muss nicht Begleitung machen mit Singsang für eine Stimme. Ja? Also Polyphonie, ja, ist etwas, was dem Film möglich ist und der Musik ohnehin möglich ist und dem Denken notwendig ist. Und dieses Revolution ist ein Lebewesen voller Überraschungen. Das geht ein auf den Satz von Rosa Luxemburg, den letzten, was sie geschrieben hat. Ich bin, ich war, ich werde sein. Und wenn Sie so etwas nehmen, dann können Sie merken, dass in der Protestbewegung, wenn Sie genau suchen, so wie die Brüder Grimm Märchen suchten, so hier suchen, was dort in den Köpfen geschah, welche Programme da waren, die nicht ausgeführt wurden, dann können Sie eine Sammlung herstellen. Und Ausstellungen sind auch Sammlungen. Das Poetische heißt Sammeln, sagt Heiner Müller. Ja? Und so bin ich ein Sammler. Ja? Weder kollagiere ich noch irgendwas. Ich sammle ganz sorgfältig, ja? So wie die Brüder Grimm das taten. Und das sind für mich die wirklichen Poeten. Die schrauben allerdings ihr Ich ein bisschen nach unten. Ja? Also senken die Ich-Schranke. Ja? Das ist beim Sammeln nötig. Ich habe jetzt genug geredet. Wenn Sie mir den Gefallen tun, dass ich auch was angucken, ja? Dann hat die Ausstellung ihren Sinn erreicht. Ich danke Ihnen für Ihre Kommen und Ihre Aufmerksamkeit.